So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Eigentlich wollte ich jetzt mal wieder ein paar Samyang-Nudeln testen, wollte mir die machen mit Currywurst. Currywurst und Samyang-Curry, verfeinert zusammen. Aber Pupsi war schon wieder einkaufen, hat mir was mitgebracht, wo schon wieder neu draufsteht. Das heißt, ich muss erstmal so ein Ding hier vorziehen. Das ist Wagner Piccolinis Brezel. Wir haben letztens ja mal zwei Wagner Brezelpizzen getestet. Das war einmal die mit Käse und das war die andere mit Schinken. Ich dachte eigentlich, Schinken ist richtig knallig, haut voll rein, ist richtig wuchtig, aber der Schinken hat überhaupt gar nicht geschmeckt. Die fand ich richtig muffig und eklig. Die mit Käse hat aber sehr gut geschmeckt, hat auch einen schönen Frischkäse noch drauf gehabt. Die fand ich richtig gut. Jetzt gibt es also auch Piccolinis von Wagner. Und eigentlich bin ich nicht so der Piccolini-Freund, weil ich immer sage, wenn Wagner Salami-Piccolinis hat oder Wagner eine Salami-Pizza hat, möchte ich lieber die Salami-Pizza, dass ich einmal drumherum Rand habe und innen drin schön einfach den Rest. Anstatt überall Rand, 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 Boden, Rand, Rand und dazwischen ein paar Salami-Streusel. Das weiß ich gar nicht, was das für eine Sorte sein soll. Da steht auch einfach wieder nur mit Brezelteig, wird im Ofen brezelbraun, rustikal. Okay, das ist also eine rustikale Sorte. Die schmeißen wir jetzt gleich in den Ofen. Mini-Laugengebäck belegt mit geräucherten Schweinebauch und Käse. Vielleicht ist das ja das, was ich beim Schinken dachte, dass das so ist, was nicht war, ist vielleicht jetzt hier. Die sind natürlich alle einzeln verpackt, sind 9 Stück. Die ziehen wir uns jetzt rein, machen die mal in den Ofen, melden uns dann gleich zurück, wenn die fertig sind. Und solange die im Ofen sind, werde ich auch, glaube ich, meinen rustikalen Bart mal ein bisschen trimmen, dass er nicht mehr so rustikal aussieht. So, da sind wir zurück. Der rustikale Russenbart ist ab. Guckt euch das an. Sieht wieder aus wie Piccolinis im Gesicht. Ne? Das ist wunderbar. Hier sind jetzt die Piccolinis auf dem Teller. Sieht das toll aus, oder? Schon mal sowas Tolles gesehen. Für Thumbnail müssen wir das jetzt auch irgendwie noch in die Kamera halten, so. So, das ist jetzt hier Piccolinis Rustikare. Ich habe natürlich auch wieder die Habanero Tabasco Soße dabei für ein bisschen Würze, wenn das jetzt nicht so würzig ist. Wir nehmen mal direkt das, was hier in der Mitte ist. Das ist jetzt hier halt der Brezelteig. Es war halt jetzt schon ein bisschen weich, weil es nicht im Gefrierschrank war direkt, sondern ein bisschen rumgelegen hat, weil Pupsi ist mir in die Quere gekommen und hat da was für sich gemacht. Deswegen ist das ein bisschen am Backpapier angebacken. Außen ist es jetzt trotzdem hier knusprig. Also so knusprig, wie es gerade noch sein kann. Und ja, wir beißen mal rein. Ist halt unscheinbar einfach so ein kleines, schönes Piccolini. Geräucherter Schweinebauch mit Käse. Kann enthalten Ei, Fisch, Lupine, Sellerie, Senf und Soja. Also es schmeckt auf jeden Fall besser als die Brezelpizza mit Schinken drauf. Weil hier merkst du, dieser Bauchspeck, der ist halt so ein bisschen salzig. Der ist sehr präsent, trotzdem vom Geschmack her. Und erinnert mich ein bisschen auch an Flammkuchen. So einen Flammkuchen hast, wo auch so ein bisschen Lauchzwiebeln oder so mit drauf sind. Und Käse drüber, ein bisschen was Sahniges. Und dann halt auch so Schinkenwürfel oder irgendwas, das knallt auch irgendwie rein. Oder halt auch so Speck, Bauchspeck drauf. Wahrscheinlich ist es einfach auch Bauchspeck, ne? Ich finde auf jeden Fall, das schmeckt gut. Das kann man essen. Das würde ich auch nochmal essen. Der Brezelteig, ja, ist halt wie eine Salz... Ist halt wie eine Salzbrezel. Der Brezelteig hat halt sowas, was Eigenes. Ist halt brezelig, ne? Merkst du so, Lauge und... Ja, ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Geschmack. Ich würde es nochmal essen. Ich esse nämlich ab und zu auch so mal eine Brezel. Aber ja, ich werde probieren es gleich nochmal mit dem Habanero. Hm. Es ist auch saftig. Es ist auch saftig. Durch diesen Bauchspeck merkst du richtig, wenn du dann reinbeißt, dass da so der Bauchsaft aus dem Speck rausfließt in den Mund.
Das fühlt sich auf jeden Fall total toll an. So, wir essen das letzte Stück. Dann nehmen wir mal ein ganzes mit Habanero, Tabasco, schieben uns das rein. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Esst ihr gerne Pegolinis? Habt ihr die Brezelpizzen getestet? Schreibt es mal rein. Ansonsten das besser also als Schinken, aber Käse finde ich immer noch am krassesten, weil das eben ein Ganzes war. Ja, doch, der Rand, wie eine frische, warme Salzbrezel. Das Salzige auch irgendwie durch diesen Speck. Aber dann irgendwie auch so ein bisschen fleischig. Also so als Snack für zwischendurch auf den Tisch stellen bei einer Party, dass sich jeder eins wegnimmt, kann man das auf jeden Fall machen. Wir machen uns jetzt hier das Habanero Tabasco drauf. So, essen mal so einen Taler mit ein bisschen Tabasco drauf und sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und jetzt merkst du auch, das Feuer, was entfacht wird im Mund. Da geht natürlich der Bauchspeck jetzt ein bisschen unter, aber das meiste hast du jetzt Essiggeschmack, Feuergeschmack und alles andere. Aber ja, dadurch sind die auch noch flüssiger. Nicht mehr trocken, obwohl sie ja so schon nicht trocken waren. Müsst ihr selber wissen, vielleicht auch nicht so viel drauf, dann passt das auch. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.